Geheimniskrämerei im Vatikan. Ein sogenanntes Konklave wird einberufen. Der Begriff stammt vom lateinischen cum clave, mit dem Schlüssel. Tür auf, Kardinäle rein, Tür zu. Die Öffentlichkeit bleibt draußen. Radio Vaticano liegt in Fußnähe, erfährt aber ebenso wenig wie weltweit alle anderen Medien. Im Vatikan dürfen sich die wahlberechtigten Kardinäle frei bewegen, aber auch nur dort. Um sicherzugehen, dass nichts durchsickert, werden sie mit einem Bus-Shuttle von ihrer Unterkunft im Gästehaus Santa Marta zur Sixtinischen Kapelle und zurückgebracht. Jeden Tag wird dort viermal gewählt, zweimal vormittags, zweimal nachmittags, so lange, bis ein Kandidat zwei Drittel aller Stimmen erhält. Die Wahl selbst verläuft nach einer akribisch geregelten Prozedur. Vorab werden drei Kardinäle bestimmt, die die Rollen von Wahlhelfern übernehmen. Auf einen Zettel mit lateinischer Inschrift schreiben die 117 wahlberechtigten Purpurträger den Namen ihres Wunschkandidaten. In der Reihenfolge ihrer Rangordnung gehen sie damit zum Altar, um ihren Stimmzettel abzugeben. Dabei sprechen die Kardinäle einen Eid. Ich rufe Christus, der mein Richter sein wird, zum Zeugen an, dass ich den gewählt habe, von dem ich glaube, dass er nach Gottes Willen gewählt werden sollte. Hat jeder Kardinal abgestimmt, wird überprüft, ob die abgegebenen Stimmen mit der Zahl der Wahlberechtigten übereinstimmen. Beim Auszählen werden die Namen der Kandidaten notiert, die Stimmzettel auf einer Schnur aufgefädelt. Kommt keine Zweidrittelmehrheit zustande, geht die Wahl weiter und die Zettelschnüre werden mit nassem Stroh, Öl und Pech verbrannt. Der schwarze Rauch aus dem Kamin der Sixtinischen Kapelle signalisiert der Öffentlichkeit, dass noch kein Papst gefunden ist. Das kann Tage dauern. Beraten, wählen, beten. Kommt die absolute Mehrheit zustande, wird der Kandidat gefragt, ob er die Wahl annehmen und welchen Namen er als Pontifex tragen möchte. Weißer Rauch steigt auf und die Welt erfährt: Habemus Papam, wir haben einen Papst.